Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Verleihung des CAP-Forschungspreises für ökologische Ökonomie, den wir jetzt 2020 zum 9. Mal vergeben, allerdings zum ersten Mal in dieser virtuellen Form und vielleicht auch für eine Preisverleihung nicht ganz passenden Form. Aber ich denke, es geht momentan nicht anders und versuchen wir es positiv zu sehen. Der ökologische Fußabdruck dieser Preisverleihung dürfte mit Abstand bislang der kleinste sein. Und das ist für einen Preis, der die Ökologie ja im Namen führt, auch nicht der schlechteste. Ein herzliches Willkommen auch an den und die Preisträgerin, die wir Ihnen jetzt gleich näher vorstellen werden. Willkommen heißen möchte ich auch die Kollegin aus der Jury und die Vertreterin der Stiftung, die diesen Preis ermöglichen. Der CAP-Forschungspreis für ökologische Ökonomie wird zwar von der Vereinigung für ökologische Ökonomie, der VÖÖ, vergeben, die auch den Großteil der Jurymitglieder stellt, finanziell aber getragen seit vielen Jahren von der CAP-Stiftung in der Schweiz, der Hatzfeld-Stiftung, der AND-Stiftung hier in München und ebenfalls in München ansässigen Seelbach-Umweltstiftung. Mit dem für den Forschungspreis gewählten Namen wollen wir an den bedeutenden 1976 verstorbenen Ökonomen Carl William CAP erinnern, den mindestens zwei der hier Anwesenden noch persönlich kennenlernen konnten. Mit seinem bereits Anfang der 50er Jahre erschienenen Buch »The Social Costs of Business Enterprise« hat CAP als einer der ersten Ökonomen auf die sozialen und ökologischen Kosten moderner Marktwirtschaften aufmerksam gemacht, sie analysiert und sein Buch gilt als eine der Geburtsstunden der Umweltökonomie und ist sicherlich auch eines der Grundlagenwerke der ökologischen Ökonomie. Der CAP-Forschungspreis wird alle zwei Jahre ausgeschrieben, ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert und richtet sich an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum vor allem und soll, wie es in der Ausschreibung heißt, kreative und weiterführende Arbeiten zur ökologischen Ökonomie fördern. Jede Ausschreibung hatte bislang ein Schwerpunktthema. Über viele Jahre haben wir uns an dem Megathema Wirtschaften ohne Wachstum abgearbeitet. Und für 2020 lautete die übergeordnete Fragestellung ökologische und soziale Kosten des Wirtschaftens und ihre Vermeidung. Die Ausschreibung bezieht sich damit in diesem Jahr auf ganz zentrale Forschungsfragen von CAP im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung und der zunehmenden Auslagerung von Kosten und Folgewirkungen des Wirtschaftens auf Natur, Gesellschaft, zukünftige Generationen, vor allem aber auf die besonders vulnerablen Länder des globalen Südens, hat die Problemstellung an Bedeutung gewonnen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 13 Arbeiten eingereicht, darunter eine Monographie, zwei Dissertationen und 10 Masterarbeiten, regional weit gefächert. Es erreichten uns Einreichungen aus der Schweiz, aus Österreich, zwei aus England und natürlich auch aus Deutschland. Bevor wir Ihnen nun die beiden Arbeiten vorstellen, die wir mit dem diesjährigen CAP-Forschungspreis auszeichnen werden, noch kurz ein Blick in die Jury. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern der Vereinigung für ökologische Ökonomie zusammen. Namentlich genannt seien Benjamin Best, Adelheid Biesecker, Gerolf Hanke, Eva Lang, Nico Pech, Irmi Seidel, Sigrid Stagel. Wir hatten dieses Jahr auch ein externes Jurymitglied dabei, Irene Antoni-Koma war mit dabei. Und dann haben wir als Vertreter der CAP-Stiftung den Rolf Stepperer. Ich selber vertrete die Hatzfeld-Stiftung, die Seelbach-Umweltstiftung und Christa Müller ist für die AND-Stiftung in unserer Jury tätig. Ich denke, das Besondere an dieser Jury ist, und daran unterscheidet sie sich sicherlich auch vielen anderen Jurys, dass wir insgesamt, ich muss schnell überschlagen, 4 ehemalige Preisträger auch und Preisträgerinnen in unserer Jury mit dabei haben. Also dass hier auch ein sozusagen Generationenwechsel stattgefunden hat. Nun, das Ergebnis unserer diesjährigen Juryarbeit. Der erste Preisträger ist Dr. Sebastian Berger, der für seine Monographie »The Social Costs of Neoliberalism
Essays on the Economics of William Kapp mit dem Kapp-Forschungspreis 2020 ausgezeichnet wird. Sebastian Berger hat BWL in Chemnitz studiert, wurde in Bremen mit einer Arbeit über europäische Institutionenökonomik promoviert, war danach einige Jahre in den USA als Gastdozent tätig, darunter im Department of Economics der Harvard University. Und seit 2014 ist er Senior Lecturer in Economics an der University of the West of England. Er hat sich viele Jahre und sehr intensiv, so intensiv wie wenige, mit dem Werk William Kapps beschäftigt, viel darüber publiziert und, wenn man so will, die Summe seiner diesbezüglichen Arbeiten wollen wir heute Abend auszeichnen. Die Laudatio hält Dr. Rolf Steppacher, der als Vertreter der Kapp-Stiftung auch bei uns in der Jury mitwirkt. Rolf, du bist dran. Dankeschön. Ich habe ja das Glück, Sebastian Berger schon lange zu kennen, was mich eigentlich bewogen hat, vorzuschlagen, dass jemand anders die Laudatio machen würde. Aber wir haben uns dann entschieden, dass ich es doch machen würde und ich mache das natürlich sehr gerne. Ich glaube, die globale ökologische Degradierung mit Klimawandel, Verlust der Biodiversität, Vergiftung von Boden und Meeren und vielem anderen, sowie die sozialen Ungerechtigkeiten mit ihren menschlichen Leiden, haben eine kritische Klimajugend wieder zum Protestieren gebracht. Diese jungen Menschen wissen intuitiv, dass die von der vorherrschenden ökonomischen Theorie verteidigte Eigentums- und Marktrationalität und die darauf gestützte neoliberale Wirtschaftspolitik nicht nur unfähig ist, ihre Lebensgrundlagen der Zukunft zu sichern, sondern selbst ein wesentlicher mitverursachender Faktor der Zerstörung ist. Als meine Generation jung war, das heißt vor einem halben Jahrhundert, taten wir Ähnliches auf der Basis der gleichen Intuitionen. So besetzten wir etwa das Gelände in der Umgebung von Basel, wo ein Atomkraftwerk gebaut werden sollte, und es konnte verhindert werden. Und tatsächlich waren in den 70er Jahren praktisch alle uns noch heute bedrohenden ökologischen, sozialen und internationalen Herausforderungen bekannt. Und in der Ökonomie wurden alternative Theorien entwickelt, um diesen Problemen gerecht zu werden. Um nur drei Namen zu nennen: Gunnar Myrdal, Nicola Ceausescu-Rögen und Carl William Kapp. Aber eigentlich damit noch nicht genug, ein halbes Jahrhundert zurückzugehen. Auch diese Autoren hatten schon über Jahrzehnte an den Grundlagen alternativer Theorien und wirtschaftspolitischer Instrumente gearbeitet. Das heißt, sie konnten schon auf eine Geschichte zurückgreifen, in der die Umweltprobleme thematisiert wurden. Um nur Kapp zu nennen, um den es in dieser mit dem Kapp-Preis versehenen Arbeit geht, sei daran erinnert, dass er in seiner Dissertation von 36 bereits wesentliche Zusammenhänge thematisiert hatte. Und hier, ganz am Anfang, knüpft Sebastian Bergers Buch an. Wie war es möglich, dass die auf die 30er Jahre zurückgehenden Einsichten über den Zusammenhang von Wirtschaft und Umwelt nicht ernst genommen wurden, noch in den 70er Jahren von manchen Ökonomen als Modephänomen oder nicht ökonomische Fragestellung getan wurden, in den 80er Jahren mit der Globalisierung des Kapitalismus die kritische, institutionelle und ökologische Ökonomie fast vollständig verdrängt wurde und dies, obgleich Kapps Buch über die Sozialkosten von 1950 in mehrere Sprachen übersetzt und noch in den 70er Jahren international diskutiert wurde. Diese und viele andere ganz grundsätzliche Fragen behandelt Sebastian Berger in seinem Buch über die Sozialkosten des Neoliberalismus in 13 über mehrere Jahre hinweg geschriebenen Aufsätzen. Zeichnet Berger die kritische institutionelle und ökologische Ökonomie von Kapp nach, schlüsselt sie auf, wo Klärungsbedarf besteht, beleuchtet den historischen Kontext, stellt sie in Bezug zu verschiedenen anderen Theorien und ermöglicht damit einen Zugang zu einem umfangreichen Wissen, dem in einer kritischen ökosozialen Ökonomie große Bedeutung zukommt. Unter dem Einfluss der vorherrschenden paradigmatischen Auffassungen erfahren Studenten im Lehrbetrieb nur noch wenig und vor allem nur in verkürzter Form davon. Dieses Erbe
undogmatisch und kritisch neu zu vermitteln, ist das große Verdienst seiner Arbeit. In der von Sebastian Berger selbst verfassten Zusammenfassung seiner Forschungsergebnisse, die mit der Laudatio zugänglich gemacht wird und die ich hier nicht einfach wiederholen will, sind wesentliche Punkte des Buches schon enthalten. Ich werde deshalb einfach einige Fragen aufwerfen und einige seiner Qualitäten hervorheben. Erstens. Zunächst ist die Auseinandersetzung mit Begriffen von grundsätzlicher Bedeutung. Francesco Rögen etwa hatte uns gelehrt, dass sozialwissenschaftliche Begriffe immer dialektisch und nie arithmomorphisch sind. Das heißt, sie bedürfen einer Interpretation. Mit dem Kopfpreis etwa meinen wir einen Preisbegriff, der die prämierten Arbeiten würdigt und wertschätzt. Wir meinen keine Verpreisung nach Marktkriterien. Der Sozialkostenbegriff, um den es geht, ist notwendigerweise vieldeutig und erklärungsbedürftig. Eines der großen Verdienste Berges besteht zunächst darin, die Geschichte, die unterschiedlichen Definitionen und Inhalte des Begriffs auf der Basis verschiedener Paradigmen und deren ideologische Bedeutung herauszuarbeiten. Nur wenigen ist heute noch bekannt, woher die Begriffe stammen, in welchen theoretischen und politischen Auseinandersetzungen sie gedeutet und umgedeutet worden sind und was für Folgen solche Umdeutungen hatten. Das heißt, eine Auseinandersetzung mit Begriffen erfordert eine aufwendige dogmengeschichtliche theoretische Leistung, die Berger in seinem im Buch enthaltenen Kapitel entwickelt. Das Buch in diesem Sinn ermächtigt und lädt dazu ein, den Begriff der Sozialkosten immer wieder neu zu überdenken und begrifflich im Hinblick auf die jeweiligen Probleme zu klären. Zweitens. Wer weiß noch, dass die Ursprünge der Kapp'schen Argumentation zu den Sozialkosten in der sozialistischen Planungsdebatte des frühen 20. Jahrhunderts liegen. Ludwig von Mises, einer der Begründer des Neoliberalismus, hatte die Unmöglichkeitsthese einer rationalen Allokation der Ressourcen in einer sozialistischen Planwirtschaft aufgestellt. Kapp zeigte in seiner Dissertation demgegenüber auf, dass es vom Standpunkt der Gesellschaft auch keine rationale Allokation in der Marktwirtschaft geben konnte, weil weder die Bedürfnisse einer nicht kaufkräftigen Bevölkerung befriedigt, noch Infrastrukturaufgaben gelöst werden konnten, noch die sozialen und ökologischen Auswirkungen des wirtschaftlichen Handels verhinderbar waren. Auf der Basis dieser frühen theoretischen Auseinandersetzung zeichnet Berger die Entwicklung Kapps zu einer ethischen, epistemologischen, ontologischen, methodologischen und politischen Antwort auf die Herausforderung des Neoliberalismus nach, in der der Sozialkostenbegriff von strategischer Bedeutung wurde. Die ursprüngliche Gegenüberstellung von Markt- und Planwirtschaft wird im Laufe dieses Prozesses dabei zu einer differenzierten theoretischen Betrachtung der Interaktion von demokratisch-politisch definierten Rahmenbedingungen und Märkten. In der Zwischenzeit haben übrigens auf den Märkten ohnehin international tätige Großkonzerne Planung nach den Imperativen der Technik und ihren privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten übernommen, ein Punkt, auf den Galbraith aufmerksam gemacht hatte. Festgemacht am Werdegang Kapps leistet Berger einen grundsätzlichen Beitrag zum dogmengeschichtlichen Verstehen von Sozialkostenbegriff und Theorie. Er zeigt auf, wie die Entwicklung von Standpunkten sich im Wechselspiel ergeben hat, das heißt als evolutorischer Prozess verstanden werden muss. Dabei fällt auf, wie eine unvoreingenommene Form des wissenschaftlichen Austausches zwischen Kapp und den ganz anderen Vorstellungen verfolgenden Neoliberalen noch möglich war. Heute, wo neoliberale Denkverbote an der Tagesordnung sind, ermächtigt die Arbeit Bergers auf der Basis dieser wissenschaftlichen Geschichte zu einer neuen Konfrontation mit den vorherrschenden Lehrmeinungen. Er kann so die Brücke zu einer neuen, engagierten politischen Generation herstellen. Für die demonstrierenden jungen Menschen für den Klimaschutz könnte es sehr hilfreich sein, diese weitgehend verschwiegene Geschichte wieder zu kennen. Drittens. Im Rahmen dieses evolutorischen Prozesses
hat CAP die theoretischen Konzepte entwickelt, um mit der Sozialkostenproblematik der sozialen und ökologischen Zerstörung theoretisch und praktisch politisch besser zurechtzukommen und zu alternativen Denken und Handeln zu ermächtigen. Ganz allgemein ordnet CAP die Sozialkostenproblematik in den Rahmen der kritischen institutionellen Ökonomie von Veblen und seinen Nachfolgern statt der Neoklassik, wie das etwa in seinen Foundations of Institution Economics beleuchtet wird. Er begründet die wirtschaftlichen und politischen Handlungen auf einem interdisziplinär fundierten biopsychokulturellen Menschenbild anstelle des Homo economicus. Der formalen Marktrationalität stellt CAP eine im Weberschen Sinn definierte Substantive gegenüber, das heißt von menschlichen Grundbedürfnissen ausgehende und in ökologischen Mindestanforderungen definierte, die ähnlich auch von Polanyi entwickelt wurde. Er stellt dem geschlossenen mechanistischen System der formalen Marktrechnung die Wirtschaft als offenes und lebendiges System gegenüber, was einerseits theoretisch erfordert, dass dessen Interaktion mit den ökosozialen Kontexten interdisziplinär behandelt werden muss, was Integration des Wissens statt immer mehr Spezialisierung erfordert und andererseits wirtschaftliches Handeln als mit diesen Systemen zirkulär und kumulativ verbunden versteht, was eine statistische Erfassung, deren Veränderung mit Hilfe von sozialen und ökologischen Indikatoren erfordert, statt Preise und monetäre Bewertungen. An diesem Punkt möchte ich eine kleine Bemerkung aus eigener Erfahrung anzubringen, aus meiner eigenen Zeit, als ich mit CAP gearbeitet habe. Ich erinnere mich daran, ich war damals Assistent von ihm, wie begeistert wir waren, als CAP den Entwurf zu seinem Aufsatz über die Wirtschaft als offenes System im Forschungsseminar vorstellte. Es war ein echtes Aha-Erlebnis für uns alle mit großer Begeisterung. Nun wurde es nicht nur möglich, die kritischen Autoren wie Veblen, Würdahl, Ceausescu, Rögen, CAP und viele andere konsistent zu integrieren, sondern die Probleme der jeweiligen Realitäten, an denen wir arbeiteten, systematisch zu fassen. Soziale Asymmetrien aller Art und ihre zunehmenden Ungleichheiten, der anthropische Charakter des Wirtschaftsprozesses in seiner materiellen Dimension, Dynamik der Technik und die relative Stabilität der Institutionen, die Bedeutung von Bevölkerungsentwicklung und alles, was dazugehört. Das heißt, das Konzept des offenen Systems erfasste selbst unser Denken, es wurde geöffnet für Neuheit und neue Perspektiven. Indem Berger in seinem Buch diese und viele andere Zusammenhänge kritischer Theorie über die Sozialkosten vermittelt, leistet er einen grundsätzlichen Beitrag zum Öffnen der Perspektiven junger Ökonomen für alternative Theorien. Es geht dabei nicht einfach darum, CAP zu übernehmen, sondern auf der Basis solcher Beiträge an die Möglichkeit von Neuheit, Kreativität und Intuition zu erinnern. Da waren immer Forscher, die den schwierigen Weg von Alternativen gegangen sind. Ermächtigung und Anreiz zu Alternativen ist deshalb eine weitere Qualität der Arbeit von Berger. Viertens, Berger weist auch detailliert darauf hin, wie neoklassische und neoliberale Theoretiker die Sozialkostentheorie von CAP in den 80er Jahren systematisch verschwiegen und unterdrückt haben, um Sozialkosten nahtlos in das vorherrschende Denkgebäude integrieren zu können und um die politischen Implikationen abzuschwächen. CAP selbst hatte diese Möglichkeit gesehen und in dem bereits erwähnten und in seinem Todesjahr erschienenen Aufsatz zur Wirtschaft als offenes System die Frage aufgeworfen, ob die Ökonomie wohl eher in eine konzeptuelle Erstarrung geraten oder zu einer Rekonstruktion des Wissens vordringen konnte. Er schrieb: Sowohl die neoklassische Theorie als auch die Marktwirtschaft haben eine bemerkenswerte Fähigkeit bewiesen, neue Probleme und Entwicklungen zu assimilieren. Vorschläge wie die Vergabe von privaten und öffentlichen Eigentumsrechten an Flüssen und Seen oder Rechte, die Umwelt zur Verschmutzung, also Verschmutzungszertifikate, den Ausdruck dieser Anpassungsfähigkeit. Aber, so schreibt er,
weder das inhaltsleere Konzept der Externalitäten in die herkömmliche Ökonomie einzubauen, weder Vorschläge durch Besteuerung, Subventionierung und so weiter die Sozialkosten zu internalisieren, noch Vorschläge, Sozialkosten vom Brutto- oder Netto-Sozialprodukt abzuziehen, werden uns wirklich weiterbringen. Denn diese Bestrebungen, neue Tatsachen schmerzlos in die herkömmliche Theorie einzugliedern, entsprechen dem klassischen Muster, das schon Veblen als die typische Reaktion der traditionellen Ökonomie auf neue Fakten beschrieben hat. Im Zeitalter der Privatwirtschaft, so Veblen, finden neue Fakten und Ideen nur dann Eingang in die Vorstellungswelt eines größeren Kreises von Ökonomen und Geschäftsleuten, wenn sie mit finanziellen und Marktkategorien erfassbar sind. Laut Veblen haben die eingefahrenen Denkweisen, in denen die herrschende Meinung eines privatwirtschaftlichen Systems zum Ausdruck kommt, die Tendenz, sich durch die Institutionen, höhere Lehranstalten mehr oder weniger unverändert von einer Ökonomengeneration auf die andere zu übertragen. Deshalb waren für Veblen die Aussichten auf eine Neuformulierung der ökonomischen Theorie eher düster. Kapp war ebenfalls skeptisch, hoffte aber, dass die dringenden sozialen und ökologischen Probleme eine Veränderung bewirken können. Veblen schrieb seinen Aufsatz 50 Jahre vor Kapp. Berger kommt zu ähnlichen Ergebnissen fast weitere 50 Jahre nach Kapp und der Realität des inzwischen globalisierten kapitalistischen Systems. Es ist ein weiteres großes Verdienst von Berger, etwa in Kapitel 4 aufzuzeigen, wie die neoliberalen Autoren wie Knight, Coase, Stiegler, Calabresi, Buchanan und Beckermann die institutionenkritischen Aspekte der Sozialkostentheorie ausklammerten, um ihre ideologischen Positionen aufrechterhalten zu können, um zu vermeiden. Und zu vermeiden, Wissen der übrigen Sozialwissenschaften und naturwissenschaftlicher Zugänge aufnehmen zu müssen. Fünftens. Kapps Vermächtnis in der Vielfalt wissenschaftlicher Methoden darzustellen und gut zu strukturieren, ist ein wichtiger Beitrag Bergers. Darüber hinaus macht er noch etwas anderes deutlich. Kapp selbst pflegte auf der Basis seines umfangreichen Wissens eine unvoreingenommene Form des Austausches mit den Neoliberalen, die eine andere theoretische und politische Richtung verfolgten. Auch Fragen zwischen Markt und Planung wurden noch offen diskutiert. Heute sind neoliberale Denkverbote oft an der Tagesordnung. Vor diesem Hintergrund lässt sich Bergers Arbeit als Plädoyer für Unvoreingenommenheit verstehen, ohne die eigene Position aufzugeben oder zu relativieren. Auch dabei stößt er sich auf Kapp. Sechstens, zurück zum Anfang der Laudatio. Nico Pech als Mitglied der Jury bemerkte in seiner Unterstützung der Arbeit von Kapp, Bergers Arbeit sei brandaktuell, wo er auf das zentrale Moment des Kapp-Vermächtnisses verweist, nämlich die Sozialkosten. Unglaublich, schrieb er, da demonstrieren blutjunge Menschen für Klimaschutz und ahnen, dass die Internalisierung der Kosten logisch wäre. Aber sie wissen nicht, auf wessen Schulter sie stehen und wie dieser Gedanke in die Welt kommt. Es wird reizvoll für sie sein und mehr Überzeugungskraft für ihre Positionen falten, wenn Kapp und die durch ihn ausgelösten Debatten von den Jungen wiederentdeckt wurden. Und auch dazu trägt Berger bei. Siebtens, fast am Schluss. Noch mehr Brandaktualität könnte es eigentlich nicht geben, denkt man. Nun ist es aber so, dass Berger neben dem von uns prämierten Buch noch weitere Bücher und Aufsätze zu Kapp herausgegeben hat. In einem davon, unter dem Titel The Heterodox Theory of Social Costs, hat er die kleineren Texte von Kapp zusammengestellt, die entweder unveröffentlicht waren oder nur in deutscher Sprache erschienen sind. Darunter sind die Kapitel über Social Returns, a critical analysis of the social performance of the unplanned market economy, die er ursprünglich zusammen mit den Sozialkostenkapiteln verwenden wollte. Im Abschnitt über Collective Needs and Social Returns findet sich ein erster Abschnitt über die Zunahme kollektiver Bedürfnisse und die Art gesellschaftlicher Zielsetzungen. Kapp schreibt hier in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, und das ist jetzt meine eigene rasche Übersetzung,
Wie individuelle Wünsche werden kollektive Bedürfnisse durch eine komplexe Kombination von rationalen und emotionalen Faktoren geformt. Neue Erfahrungen schaffen die Bedingungen für die Entwicklung neuer kollektiver Bedürfnisse. Zum Beispiel die verheerenden Effekte gewisser ansteckender Krankheiten während des Mittelalters und der Bewusstwerdung, dass die Ausbreitung dieser Krankheiten nur eingedämmt werden konnte durch nachhaltiges und zwangsweises Handeln. Diese Erfahrung machte den Schutz vor Epidemien eine Angelegenheit öffentlicher Verantwortung. Aus diesem Grund wurden elementare Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit Teil des allgemein akzeptierten öffentlichen Interesses oder in anderen Worten Gegenstand echter kollektiver Bedürfnisse. Und in der entsprechenden Fußnote liest man, die Tatsache, dass Epidemien keine politischen Grenzen respektieren und ihre effektive Bekämpfung handelt sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene erfordert, macht sie zu einem authentischen internationalen Bedürfnis. Die breite Akzeptanz eines allgemeinen Interesses an der Verhinderung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten erklärt, weshalb internationale Organisationen für Gesundheit effektiver sind als solche über politische oder wirtschaftliche Fragen. CAPS Behandlung des Problems von Pandemien enthält praktisch alle Fragen, die uns auch heute in unserer neuen Erfahrung mit ansteckenden Krankheiten beschäftigen. Unsere komplexen Reaktionen aus Emotionen und rationalen Verhaltensweisen, die Frage von individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen, die Frage von Freiheit und Zwang, von nachhaltiger Vorsorge und nachträglicher Heilung, so sie denn möglich ist, und von nationalen und internationalen Aktionen. Das heißt, die Brandaktualität von CAP zur Klimafrage entspricht die Aktualität in Bezug auf die Fragen der Pandemie. Und nun noch achtens zum Schluss etwas, was die Energie auf eine etwas andere Ebene hebt. Neue Orientierungen in einer Disziplin kommen selten aus ihr selbst heraus. Gönne war Arzt, bevor er Ökonom wurde, Smith Philosoph, Ceausescu Rögen Mathematiker. Und noch grundsätzlicher, die Erneuerung von wissenschaftlichen Paradigmen erfordert meist eine Quelle der Intuition, der Eingebung, die aus einem Bereich außerhalb der Wissenschaft kommt. Sebastian Berger ist auch der Frage nachgegangen, wo wohl die Quellen von CAPS Intuitionen gelegen haben mögen. Eine mögliche Antwort hat er in Ernst Wiescher, dem Dichter und Lehrer von CAP, am Gymnasium gefunden. Er hat den Bezug von Kunst und Wissenschaft, besonders von Dichtung und Ökonomie, allgemein thematisiert und den Briefwechsel zwischen CAP und Wiescher veröffentlicht. Einige mögen sich erinnern, dass Hans-Christoph Binswanger, ein weiterer bedeutender kritischer Ökonom, die Bedeutung von Goethes Faust als Inspiration für die Wirtschaft thematisiert hatte. Auch in Bezug auf diese Fragestellung zeigt sich der Unterschied zwischen neoklassischer und kritischer Perspektive. Während in der Neoklassik die Frage der Beziehung zwischen Kunst und Ökonomie vermutlich so aufgeworfen würde, wie am rentabelsten in Kunstwerke investiert und mit Kunstwerken gehandelt werden könnte, stellt Berger die Frage, wie das Potenzial Kunst und bei ihm vor allem Dichtung als Inspiration für eine Aktualisierung zur Erneuerung der Ökonomie beitragen könnte. Für mich besteht kein Zweifel, dass mit Sebastian Berger jener Forscher den diesjährigen CAP-Preis erhält, der in den letzten 15 Jahren am tiefgründigsten über CAP gearbeitet und am meisten dazu veröffentlicht hat. Er hat das Erbe von CAP undogmatisch weitergeführt und es geöffnet für Menschen, die ohne diese Arbeiten kaum die Möglichkeit hätten, sich mit dem breiten alternativen ökonomischen Wissen von CAP und den mit ihm in wissenschaftlichem Kontakt stehenden Forscher vertraut zu machen. Wir sind ihm dankbar dafür und wünschen ihm die Möglichkeit weiterer kreativer Arbeit an alternativen theoretischen Orientierungen. Also soweit meine Laudatio. Okay, vielen Dank, Wolf Stepperer, für diese Laudatio. Genau, jetzt müssen wir eigentlich alle klatschen, aber machen wir alles mal so. Genau, dann hätte Sebastian Berger noch die Gelegenheit, etwas zu sich und auch zu seiner Arbeit zu sagen. Ja, vielen Dank.
Ich habe einen kurzen Text vorbereitet. Ich höre Sebastian nicht jetzt. Hören Sie mich? Hallo? Ja, wir hören Sie. Okay, gut. Ja. Ich habe einen Text vorbereitet. Wolf, hörst du mich? Ja. Na, ich fange einfach an. Ja, genau. Sie sind gut zu hören. Also sehr geehrte Jurymitglieder, sehr geehrte Laudatoren, verehrte Anwesende. Ich freue mich wirklich sehr über diesen Preis, der mir aufgrund meiner langjährigen Arbeit Wirtschaftstheorie viel bedeutet. Ich gehe rasch raus und komme wieder rein. Gut. Okay, danke. In gewissem Sinne rundet sich hiermit für mich ein Kreis, was mir gleichzeitig auch ein Auftrag für die Zukunft ist. So brauche ich nur kurz zu sagen, wie sehr ich allen danke, nämlich denen, die mich auserkoren haben, dem, der mich mit einer so warmherzigen Laudatio bedacht hat, und denen schließlich, die mir die Ehre erweisen, heute hier anwesend zu sein. Ich möchte nun zu Ihnen über meine Motivation zu meiner langjährigen Arbeit zum Werk Carl William Kapp sprechen und auch zu meiner Erfahrung auf diesem Weg. Bevor ich dies tue, möchte ich aber auch auf den Beitrag von Frau Lore Kapp hinweisen, die Co-Autorin mehrerer Werke war und der mehrere Bücher gewidmet sind. Nicht zuletzt, da sie an diesen mitgearbeitet hat und das gesamte Werk Kapps somit auch ihr Werk ist. Mich fasziniert bis heute die logisch-rationale, aber auch ethische Überzeugungskraft der Argumentation Kapps. Seine Sozialkostentheorie bezieht sich auf eins der dringlichsten Probleme der Gegenwart, nämlich die Kostenabwälzung durch die Wirtschaftsrechnung nach Marktpreisen auf die Allgemeinheit und die Zukunft, die sich gerade vor allem durch die junge Generation in der Bewegung Fridays for Future stark Gehör verschafft. Laut Kapp ist die Kostenrechnung nach Marktpreisen grundsätzlich unvollständig, willkürlich und auch blind bezüglich sozioökologischer Qualitäten des Seins und der Zeit. Das daraus resultierende Preissystem ist somit notwendigerweise unnachhaltig, ungerecht und unzuverlässig und von rationaler Allokation aus gesellschaftlicher Sicht kann aufgrund von Kostensozialisierung nicht mehr gesprochen werden. Deshalb rechnen wir eigentlich alltäglich falsch mit und erliegen der Illusion, korrekt und rational zu handeln. Zudem ist Kapps Theorie im Spektrum der Sozialkostendiskurse ziemlich einzigartig. Sie fokussiert sich auf die Produktion als Quelle der Sozialkosten, die durch die Marktpreisrechnung systemisch fehlgeleitet wird. Entgegen neoklassischen oder neoliberalen Theorien des Mainstreams sieht sie die Ursache nicht im Tauschprozess, etwa bei Konsumenten oder Informationsasymmetrien, und spricht auch nicht primär von den ethischen oder gesetzlichen Verfehlungen Einzelner, die als Einzelfälle entweder gesetzlich, gerichtlich oder steuerlich zu ahnden und zu korrigieren sind. Kapps ist meines Wissens auch die einzige Theorie im Sozialkostendiskurs, die die Kostenverschiebung auf die Zukunft als Modalität der Zeit und des Seins einbezieht. Anders als der Mainstream fordert Kapp einen systemischen Lösungsansatz, der sozial-ökologische Schäden durch demokratische und zentrale Koordination nach dem Vorsichtsprinzip und basierend auf Mindeststandards so gering wie möglich hält. Es ist spannend, dass dies in der Debatte zur Verteilungsgerechtigkeit in Umweltproblemen wie der Klimakrise heute enorme Resonanz besitzt und somit hochaktuell ist, obwohl der Name Kapps meist nicht mehr damit in Verbindung gebracht wird. NGOs, Bürger, demokratische Bewegungen, Organisationen, Parteien und nun vor allem auch die ganz junge Generation wehren sich zu Recht gegen Kostenverschiebung durch die Wirtschaft, sei sie in privater oder öffentlicher Hand. Kapps Ideen sind leider nicht sehr weit verbreitet, obwohl sie im 20. Jahrhundert durchaus größeren Anklang fanden in der Juristerei, Umweltsoziologie und kritischen Ökonomik. Es würde sich aber lohnen, das zu ändern, da Kapps Analyse Aspekte hervorhebt, die in anderen Sozialkostentheorien völlig fehlen. Einer wachsenden Anzahl von Menschen wird klar, was Kapp uns bereits lehrte, nämlich, dass die Lösungen des ökonomischen Mainstreams Augenwischerei sind, da sie nicht ausreichend Steuern, Zertifikatehandel, Gerichtsverfahren oder technologischer Fortschrittsglaube allein sind zwar nicht wirkungslos, wirken aber, wenn überhaupt, alle zu langsam, zu spät, zu unsystematisch, zu ungerecht und garantieren dank zahlreicher Ausnahmen, falscher Anreize, fehlender Kontrollen und Sanktionsmechanismen keinen ausreichenden Schutz.
Das Gleiche gilt für den Ansatz, den Konsumenten allein die Verantwortung in die Schuhe zu schieben oder den Versuch, an die Ethik und Moral von Managern zu appellieren. Gabb nannte diese Ansätze allesamt Business as usual and too little too late. Seine Reformvorschläge beziehen sich stattdessen auf, statt auf Tausch, Konsum, Gesetze oder Gerichtsverfahren auf Produktions-, Standort- und Technologieplanung basierend auf einer Wirtschaftsrechnung, die auf Vollkosten basiert, zentral koordiniert wird und kollektiv kontrolliert wird. Für Gabb sind Sozialkosten nicht primär ein Problem des Kapitalismus oder des Sozialismus. Es geht ihm auch nicht um die Abschaffung des Geldes oder des Marktes oder des Privateigentums, sondern um deren Einbettung in eine sozioökologische Logik. Seine Theorie ist im Grunde bloß das konsequente Weiterdenken des zunächst einfachen Kerns der Ökonomie, nämlich der Kostenrechnung und der Frage, was etwas kostet, beziehungsweise wie kann ich sicherstellen, dass wir nicht mehr Kosten als Nutzen erzeugen? Wie können wir die Grundlagen unseres Wohlstands sowie der Entwicklung von Mensch und Gesellschaft nachhaltig garantieren, indem wir menschliches Leid durch diese Kostenverschiebung verhindern und mindern? Um diese Fragen zu beantworten, bedarf es laut Gabb der wissenschaftlichen Untersuchung komplexer Kausalzusammenhänge. Der demokratische Prozess bestimmt darauf basierend Umwelt- und Technologieziele mittels eines Instrumentenkoffers aus sozioökologischen Indikatoren, Mindeststandards, realer Vollkostenrechnung, Folgeabschätzungsverfahren, direkten Kontrollen für Allokation und Investitionsentscheidungen, Mengenkontrollen für Ressourcen und Abfall. Diese Art der wissenschaftlichen Bestimmung von Mindeststandards zum Schutz von Leben und Gesundheit als Grundlage von demokratischen Entscheidungen zur Daseinsfürsorge war Gabbs Anliegen. Heute in der Corona-Pandemie steht genau dies wieder im Vordergrund. Wie können wir unnötiges Leid vermeiden und mindern? Was sind die Kosten des menschlichen Lebens im Sinne einer Vollkostenrechnung der Minimalbedingungen für gute und gesunde Entwicklung von Mensch und Gesellschaft? Wir erleben gerade hautnah, dass dies von konkreten Umweltbedingungen abhängt und dass die Vollkosten enorm sein können und viel höher, als uns das von der Marktpreisrechnung vorgegaukelt wurde und wird. Dieses Denken lässt sich auf die gesamte Umweltfrage übertragen, einschließlich der Debatte zur globalen Erderwärmung, Umweltverschmutzung und Ressourcenzerstörung. Gabb war dem allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein weit voraus mit seinen Hinweisen, wie unter anderem Finanzkrisen und Pandemien die Notwendigkeit zentraler Koordination der Wirtschaft aufzeigen, um gesellschaftliche Schäden abzuwenden. Er realisierte früher als andere, warum die Lösungen des ökonomischen Mainstreams in puncto Sozialkosten unzureichend sind, benannte früh die Gefahren der Propaganda oder heute Fake News durch neoliberale Lobbys, aber auch die Gefahren von Mythen oder heute Verschwörungstheorien, die durch systemische Technologieentfremdung gefördert werden. Noch weiter voraus war er mit der Forderung einer grundlegenden Neugründung der Ökonomik als integrierte Sozialwissenschaft im Sinne einer Wissenschaft von Menschen und seinen biokulturellen Grundbedürfnissen. Sein ganzheitlicher Ansatz widmete sich sogar der bedeutenden Rolle der Dichtung für die nachhaltige Entwicklung von Mensch und Gesellschaft. Wie Sie sehen, weist Gabbs Denken viele Dimensionen auf, die mich faszinieren und die hochaktuell sind. Sie sind nützlich als Argumente gegen den heute grassierenden Neoliberalismus, welcher ja auch der von Gabb benannte Diskursgegner war. Sie sind somit auch ein Impfstoff gegen die schleichende Neoliberalisierung vieler nominal linker und grüner Parteien, Organisationen und Bewegungen, die allzu leicht der Mehr vom grünen Wachstum oder der marktkonformen Demokratie auf den Leim gehen. Gabbs Beitrag zur sozialistischen Planungsdebatte ist auch von Bedeutung im Zeitalter des Computers und des Internets, nämlich der algorithmengestützten Preisbestimmung, der Markt- und Auktionsdesigner und der Informationsökonomik, die kürzlich ihren 6. Nobelpreis feiern konnten. Diese stellen ein stark expandierendes ökonomisches Paradigma dar, das auf einer Mischung aus Informationstheorie und Neoliberalismus basiert und wie gemacht erscheint für die aufkommende Epoche der künstlichen Intelligenz. Die Aufgabe lautet dabei erneut klarzumachen, dass neoliberale Ökonomen um Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek die sozialistische Kostenrechnungsdebatte nicht in irgendeinem Sinne gewonnen haben. Der Markt ist nicht der effizienteste Informationsverarbeitungsprozess und schon gar nicht der Hort der Wahrheit.
Auch dank CAP wissen wir, dass Märkte soziale Konstrukte sind. Da sie auf gesetzlichen Kostenrechnungslegungsstandards und Bilanzierungsregeln basieren, welche erst die Informationen festlegen, die dann in die administrative und algorithmische Preisbestimmung einfließen. Bei den Buchhaltern, Anwälten und Steuerexperten, die diese Regeln weitgehend im Verborgenen und undemokratisch festlegen, handelt es sich um die wahre, unsichtbare Hand, die die Marktpreisrechnung mit selektiven Informationen füttert und somit die Ergebnisse der Informationsverarbeitungsprozesse vorherbestimmt. Auch Algorithmen und deren IT-Marktmacher sind betroffen von der Unfähigkeit der Marktpreisrechnung, komplexe und inkommensurable sozial-ökologische Qualitäten und Werte einzubeziehen, zu verarbeiten und zu bewerten, sowie vom profitgesteuerten Anreiz der Kostenverschiebung. Wie in anderen Bereichen ist zu befürchten, dass der nur durch Computer gestützte Versuch, die Marktökonomik in ein neues goldenes Zeitalter zu heben, die Probleme nur potenziert, anstelle sie zu lösen, da sich in diesem Paradigma nirgends der Versuch abzeichnet, die von CAP aufgezeigten grundlegenden Fehler der Marktpreisrechnung auch nur im Ansatz nachzuvollziehen und daraus die folgerichtigen Schlüsse zu ziehen. Um nur ein paar besonders krasse aktuelle Beispiele zu nennen, wieso ich meine, dass diese Mode der Computerökonomik auch wiederum ein weiteres Ablenkungsmanöver der Ökonomenzunft ist. Im Kinofilm Dark Waters von 2019 wird gezeigt, wie der globale Chemiegigant DuPont den Opfern von C8, das ist bei der Produktion von Konsum und Entsorgung von DuPonts Teflon im menschlichen Körper gelangt, ein paar hundert Millionen Dollar zahlen muss, während sie gleichzeitig Milliarden Gewinne aus der Weite in Produktion und Umweltverpestung ziehen. Es wird geschätzt, dass 99% der Weltbevölkerung heute C8 in ihrem Körper haben. CAPs Ansatz der direkten Technologiekontrolle und Planung hätte hier effektiv und nachweislich Schäden verhindern können. Aber der Teufel liegt auch bei der Technologieplanung, basierend auf dem Vorsichtsprinzip im Detail. Dies sind die vielen Umgehungsmöglichkeiten sowie die viel zu laschen institutionellen Kontrollen und Konsequenzen für Unternehmen, wie das aktuelle Beispiel extrem gesundheits- und umweltschädliche Pestizide zeigt, die in der EU zwar verboten werden, dann aber von deutschen Herstellern in tausenden Tonnen in Länder wie Chile verkauft werden, wo Anwohner erkranken. Wir reimportieren sie dann über die Nahrungsmittelprodukte wieder in die EU. Zudem übernimmt die zuständige EU-Behörde für die Zulassung von Chemikalien nachweislich die von Unternehmen vorgelegten Testergebnisse zur Sicherheit der Chemikalien, ohne eigene Prüfungen durchzuführen. Kumulative und synergetische Effekte mit anderen Chemikalien werden nicht getestet. Das Resultat ist also ein hohes Gesundheitsrisiko, was auf Kostenverschiebung hinausläuft. Diese Beispiele der Kostenabwälzung auf die Allgemeinheit ließen sich noch endlos weitererzählen, wie zum Beispiel in Bezug auf Grundwasserverschmutzung durch Landwirtschaft und Fracking, aber auch die viel zu hohe Quecksilberbelastung der Fische, zum Beispiel aus der Ostsee, die Luftverschmutzung durch Stickstoff, Feinpartikel und Mikroplastik. Und dabei habe ich die sozialen Aspekte noch gar nicht benannt, wie etwa die Arbeitssklaverei mitten in Europa. Hier werden Arbeitsmigranten zu Hungerlöhnen von Subunternehmen in der Kleidungsindustrie, der Fleischindustrie, der Bauindustrie und so weiter ausgebeutet, entgegen geltendem Recht auf Mindestlohne unter Missachtung von Menschenrechten. Lokale Politik und Behörden schauen weg oder sind beteiligt. Die Gewerkschaften fühlen sich nicht verantwortlich und es gibt für diese Menschen keine Lobby. Wichtige Arbeit zu all diesen dringlichen Problemen, bei denen es um Leben und Tod geht, wird unter anderem von investigativen Journalisten, Umwelttoxikologen und Wissenschaftlern, NGOs, Bürgerinitiativen und auch vereinzelt von heroischen Behörden und Gerichten gemacht. Leider findet von all dem immer noch viel zu wenig seinen Weg in die Lehre der Ökonomik mit ihrem Mantra vom freien und effizienten Markt. Und leider haben es kritische Ökonomen bisher weitestgehend versäumt, mit diesen Gruppen eine effektivere zivilgesellschaftliche Allianz zu schmieden, die ihre Ideen noch weiter verbreiten würde. Ja, im Grunde ist die Liste der Probleme so lang, dass man CAPs Buch über die Sozialisierung der Verluste ohne Probleme mit aktuellen Beispielen neu verfassen könnte. Es zeigt sich zudem, dass das Sozialkostenproblem nicht nur ein Problem der wissenschaftlichen Bestimmung von Standards ist, sondern ein Umsetzungs- und Demokratieproblem. Dadurch gerät wieder das Problem der Korruption staatlichen Handels, der neoliberalen Lobbys und der Propaganda in den Fokus,
die Kapp bereits in seinen Schriften thematisierte und die heute sehr aktuell wirken. Aber die Corona-Pandemie zeigt auch, dass die Gesellschaft zu kostspieligen Maßnahmen bereit und fähig ist, wenn der Problemdruck, die Erkenntnis und der politische Wille groß genug sind und das auch entgegen einigen mächtigen Wirtschaftsinteressen. Ich lasse jetzt mal außen vor, dass die Finanzierungskosten der Corona-Hilfspakete als Notfallmaßnahmen in Form von Schulden auf die Zukunft abgewälzt wurden. Aber warum wird dieser Moment nicht genutzt, um die Gelder gleich an Umweltauflagen zur Erreichung der Klimaziele zu knüpfen, die Zeit der Lockdowns für Umschulung und Transformationsprozesse zu nutzen, wo die wissenschaftlichen Erkenntnisse ja hier noch viel besser sind und die Dringlichkeit im Sinne von zu erwartenden Schäden noch viel größer als bei Corona? Es scheint, als geht hier wertvolle Zeit verloren, wenn Videos der Bundesregierung zum Nichtstun auf der Couch aufrufen. Doch nun noch einmal ganz kurz zum Anfang meiner Faszination mit dem einfachen, aber radikalen Grundgedanken der Sozialkostentheorie, nämlich der Systemfehler der Wirtschaftsrechnung nach Marktpreisen. Dieser widersprach in einer Art Dialektik allem, was ich in der Wirtschaftswissenschaft an der Uni, den Medien und wohl auch durch meine Sozialisation im Zeitgeist des Neoliberalismus gelernt hatte. Daraus erwuchs in mir als junger Mensch ein Widerstand gegenüber der real existierenden neoklassischen Ökonomik, aber auch die Neugier, was da eigentlich in Wissenschaft, Universität und Gesellschaft vor sich geht, dass so eine Ökonomik noch immer Akzeptanz findet. Ich entdeckte die Ideen Kapps zu einer Zeit, als die sogenannte Dotcom-Blase implodiert war und die deutschen Banken Massenentlastungen vornahmen, während sich die Realität nicht in der Lehre der effizienten Märkte wiederfand. Wir absorbierten damals trotz des Kollaps des neuen Marktes noch die mehr von Finanzinnovationen, die Asset-Backed Securities und Credit-Default-Swaps, die auch durch die Finanzmarktliberalisierung des Bundesfinanzministers gesegnet worden waren, sowie Theorien, nach denen Verschuldungsquoten irrelevant sind. Dass diese Welt im Jahr 2008 dann abrupt in der Finanzkrise einstürzte und uns bis heute einen riesigen Berg an öffentlichen Schulden und ungelösten Problemen für die kommenden Generationen hinterlassen hat, schien damals undenkbar. Die verantwortlichen Akteure haften natürlich nicht für diese historisch einmalige Umverteilung von unten nach oben. Dies zeigt aber auch, dass Undenkbare passiert eben doch häufiger, als man denkt. Nur wäre es noch schöner, wenn positive Dinge unerwartet eintreffen. Aus heutiger Sicht müsste die Ökonomik eigentlich mit dem nun bei Twitter üblichen Warnhinweis für Donald Trump versehen werden, dass es für ihre Behauptung keine Belege gibt. Und ich spule jetzt etwas vor, um Zeit zu sparen. Haben Sie einen Spulknopf? Den hätte ich auch gern bei mir. Ja, das ist so eine Art Spulknopf. Ich scroll runter. Im Grunde möchte ich jetzt einfach nur das Fazit ziehen, dass meine Motivation zur Kapp-Forschung seit Anbeginn davon ausgeht, von der Überzeugungskraft der Ideen und Argumente, aber auch von meinem wachsenden ganzheitlichen Bewusstsein, meinem Verlangen nach Wahrheit und Gerechtigkeit und der Absicht, etwas in eine gute Richtung zu bewegen. Mir war früh klar, dass diese Probleme an der Quelle behandelt werden müssen, also wo sie reproduziert werden, nämlich in der Wirtschaftstheorie oder besser gesagt Wirtschaftsideologie. Kapps Werk erweist sich dabei als sehr vielschichtig, sodass sich immer wieder neue Dimensionen erschließen. Zuletzt galt mein Interesse seinen grundlegenden Ansichten zum Bösen im Menschen und zur Rolle der Dichter, dieses zu verhindern. Kapps eigene Motivation war es, als Ökonom einen Beitrag zu leisten, die Ursachen der Aktualisierung des Bösen im Menschen zu bekämpfen. Ohne Zweifel steht dabei die Bekämpfung der Sozialisierung der Kosten und Nichterfüllung menschlicher Grundbedürfnisse an vorderster Stelle, da diese Verheerungen am Menschen zur Folge haben. Kapp sah die reale Gefahr, dass die Sozialisierung von Kosten das Potenzial hat, die Botschaft des Bösen zu öffnen, wie es der Dichter und sein Lehrer Ernst Wiechert in Bezug auf die deutsche Katastrophe des 20. Jahrhunderts einst ausgedrückt hatte. Diese Gedanken Kapps zu einem Nie wieder sind für mich das zentrale Vermächtnis Kapps und stellen auch meine zentrale Motivationsquelle dar für eine denkerische Neubegründung der Ökonomik ausgehend von ihren dichterischen Quellen. Vielen Dank. Ja, wir gratulieren. Ja, vielen Dank, Herr Berger, auch für dieses
engagierte Vortragen auch nochmal und auch dir, Rolf, nochmal für die Laudatio, die beide, denke ich, nicht nur dem kritischen Diskurs die nötige historische Tiefenschärfe gegeben hat, sondern auch auf die unerwartete Aktualität auch Kapschen Denkens bis hin zu Fragen der Pandemie, des Umgangs mit Pandemien aufgezeigt hat. Also vielen Dank dafür. Es gibt natürlich auch eine Urkunde und es gibt normalerweise jetzt dann auch einen Scheck. Das müssen wir uns alles jetzt sparen in dieser Vorführung hier sozusagen. Aber das gibt es natürlich in real, schicke ich Ihnen das alles zu. Und wir kommen dann jetzt zu der zweiten Preisträgerin, wobei das zweite wirklich nur numerisch zu verstehen ist, nicht irgendwie hierarchisch, weil es gibt nur zwei gleiche Cup-Preise. Der zweite Preis geht an Franziska Kusche und sie hat ihren Bachelor an der Universität in Wien in internationaler Entwicklung gemacht und mit ähnlicher Ausrichtung auch in Politikwissenschaften ebenfalls in Wien ihre Masterarbeit geschrieben, die wir eben mit dem CAP-Forschungspreis auszeichnen wollen. Sie trägt den Titel »Die sozialökologische Krise verhandeln, eine gesellschaftstheoretische Betrachtung des Konzepts des ökologisch ungleichen Tauschs«. Hierzu wird Adelheid Wieseker uns eine Laudatio vortragen und ich, beziehungsweise im Team mit ihrem Mann. Und Adelheid, ich übergebe an dich. Ja, danke schön. Ich will nur sagen, die Arbeit passt wirklich zu CAP. Das werden wir gleich sehen. Und diejenigen, die es noch nicht gehört haben, sollten verstehen, ich werde die Laudatio nicht vorlesen, weil ich nur noch ganz schlecht gucken kann. Aber ich habe sie verfasst mit Freude. Und mein Mann übernimmt die Rolle, mein Sprachrohr zu sein. Okay. Dann komme ich wieder. Hallo. Ja, ich heiße Klaus Grenzdörfer. Und jetzt möchte ich den Text vorlesen. Laudatio für Franziska Kusche und ihre Arbeit mit dem Titel »Die sozialökologische Krise verhandeln, eine gesellschaftstheoretische Betrachtung des Konzepts des ökologisch ungleichen Tausches«. Und nun im Text. Tauschen bzw. kaufen, denn auch kaufen ist ein Tauschen, nämlich mit Hilfe von Geld. Tauschen also ist die zentrale ökonomische Tätigkeit in vielen verschiedenen ökonomischen Theorien. Getauscht wird entweder Gleiches gegen Gleiches im Äquivalententausch oder es werden nicht Äquivalente getauscht, wobei alle Beteiligten einen Nutzengewinn haben. Während die Neoklassik bis heute auch im internationalen Rahmen auf den über den Tausch vermittelten Marktmechanismus setzt, hat sich im Feld der Marx'schen Theorie, insbesondere bezüglich des internationalen Handelns, in der Nachkriegszeit eine kritische Position entwickelt. Theorien des ungleichen Tausches wurden entwickelt, um zu verdeutlichen, dass über Tauschprozesse zwischen globalen Zentren und sogenannter unterentwickelter Peripherie von letzterer viel mehr Arbeit bzw. Wert in die Zentren abfloss als zurückkam. Die globale politische Herrschaftsstruktur setzte sich so auch ökonomisch durch. Seitdem ist wohl sowohl global, politisch als auch theoretisch viel geschehen. In den Mittelpunkt der kritischen Theorien globaler gesellschaftlicher Verhältnisse rückte die globale sozialökologische Krise mit der Frage, wie hier die Kosten und Nutzen verteilt werden und welche Rolle dabei der Natur zukam und zukommt und was eigentlich unter Natur zu verstehen ist. Um diese Frage herum entstand ein neuer Ungleichheitsdiskurs, der Diskurs um den ökologisch ungleichen Tausch. In dieses Diskursfeld schiebt sich Franziska Kusche mit ihrer exzellenten Arbeit hinein. Sie möchte wissen, Zitat, in welcher Weise finden sich gesellschaftstheoretische Betrachtungen zu sozialökologischen Ungleichheiten
und zur ökologischen Krise in den Konzeptionen und Analysen des ökologisch ungleichen Tausches. Zitat Ende. Es geht Franziska Kusche also nicht nur um die reine Darstellung der verschiedenen Beiträge im Feld des ökologisch ungleichen Tausches, sondern sie möchte wissen, ob aus diesem Theoriefeld sowohl Erkenntnisse über den Charakter als auch über mögliche Handlungsoptionen gegen die globale sozial-ökologische Krise folgen. Ein ambitioniertes Projekt. Ambitioniert, weil es sowohl Leidenschaft für theoretisches Arbeiten als auch für das Herausfiltern von Kritikpotenzial der Theorien voraussetzt. Beides bringt sie in hohem Maße mit. Um sich Antworten auf ihre Fragen zu nähern, begibt sie sich nicht gleich in das bunte Theoriefeld des ökologisch ungleichen Tausches, sondern denkt zunächst über das Ökologische nach. Sie braucht einen modernen Begriff von Natur, der sich von der einseitigen funktionalen Vorstellung, Natur sei Rohstofflieferant und Abnehmerin von Abfall jeder Art, löst. Sie findet ein solches Naturverständnis, indem sie die Erkenntnistheorie des kritischen Realismus mit der Theorie der gesellschaftlichen Naturverhältnisse in einen Dialog bringt. Das Ergebnis ist ein komplexer Naturbegriff, der Natur als Prozess und im ständigen Austausch mit der Gesellschaft und eben nicht als ihr getrenntes Gegenüber begreift. Spannend, an- und aufregend. Hier ließe sich der ganze Nachhaltigkeitsdiskurs einer Überprüfung bezüglich der verschiedenen Naturverständnisse unterziehen. Aber nein, Franziska Kusche lässt sich nicht aus ihrem Konzept bringen. Im Gegenteil, jetzt macht sie sich an die Aufarbeitung all jener theoretischer Gedanken, die sich auch ohne Theorie des ökologisch ungleichen Tausches, das heißt zeitlich früher, mit der Frage nach der Natur im globalen ökonomischen Austauschprozess beschäftigt haben. Und da hat sie vieles zusammengetragen. Zum einen zeigt sie, dass und wie sich das Thema Natur und Naturzerstörung in herkömmliche Theorien hineindrängt. Zum anderen verdeutlicht sie, indem sie auch verschiedene soziale Bewegungen einbezieht und auswertet, dass und wie hier gesellschaftliche Praxis- und Theorieentwicklung aufeinander zugehen. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Ja, das wissen wir seit Kurt Lewins gleichlautendem Aufsatztitel von 1951. Aber das gilt nur, wenn die Theorieentwicklung die gesellschaftlichen Signale aufnimmt. Das lässt sich besonders gut im nächsten Kapitel, dem theoretischen Kern der Arbeit, studieren. Ausgestattet mit aus dem bisher durchgearbeiteten Material herausgefilterten Analysekategorien, nämlich Staat, politische Ökonomie, Macht, Gerechtigkeit und Verantwortung, Natur sowie Ressourcen, geht es jetzt um die Theorie des ökologisch ungleichen Tausches, genauer, um die vielen verschiedenen Ansätze, die noch nicht wirklich zu einer vereinheitlichten Theorie streben. Was sagen sie aus? Welchen Prinzipien folgt ihre jeweilige konzeptionelle Konstruktion? Was erfassen sie wie von der sozial-ökologischen Krise und der globalen Ungleichheit? Mithilfe ihrer Analysekategorien macht die Verfasserin deutlich, dass hier noch viel theoretische Arbeit zu leisten ist, um dem Anspruch zu genügen,
die globalen Macht- und Ausbeutungsstrukturen zu erfassen und zu kritisieren. Hier tut sich ein immenses Forschungsfeld auf. Denn zwar hat Franziska Kusche zu allen ihren Kategorien Aussagen finden können, insbesondere zur Frage der sozial-ökologischen Ungleichheiten. Und nun Zitat, einen tatsächlichen Krisenbegriff gibt es aber nicht, stellt sie diesen Theorieüberblick abschließend fest. Macht sich die theoretisch so versierte junge Wissenschaftlerin also daran, diesen Krisenbegriff zu entwickeln und so dem Theoriediskurs auf die konzeptionellen Sprünge zu helfen? Nein, sie geht einen anderen Weg. Sie bettet die gefundenen handels- oder tauschtheoretischen Gedanken in gesellschaftliche Strukturen ein. Sie tut das mit Hilfe der Theorie der imperialen Lebensweise, wie sie von Ulrich Brandt und Markus Wissen entwickelt wurde. Die kapitalistischen Industriegesellschaften des globalen Nordens werden hier beschrieben und analysiert als Imperien, deren Mitglieder gewohnt sind, für ihr gutes Leben alle globalen Ressourcen zu nutzen und die Kosten auf den globalen Süden abzuschieben. Das ist insofern eine gute Idee, als dadurch deutlich wird, dass diese Lebensweise des globalen Nordens, in die alle BürgerInnen der kapitalistischen Industrieländer einbezogen sind, auch über die sie von der Ausbeutung und über die sie von der Ausbeutung des globalen Südens profitieren, auch durch das globale Handelsregime gefestigt wird. Der Appell, den Menschen in den ökologischen Lieferländern mehr Gehör zu verschaffen und ihre Lebensweisen zu stabilisieren, drängt sich hiernach förmlich auf. Aber Franziska Kusche geht es nicht um einen Appell. Es geht ihr darum, die Ungerechtigkeit, die in dieser globalen Struktur verankert ist, offenzulegen und zu zeigen, dass auch das internationale Handelssystem, das ja über Märkte funktioniert und daher, so der Glaube der Markttheoretiker, eigentlich gerecht sein sollte, diese Ungerechtigkeit festigt und zugunsten der Menschen im globalen Norden den Süden mehrfach ausbeutet, ökonomisch, sozial, ökologisch. Franziska Kusche hat eine außergewöhnliche, eine exzellente Arbeit geschrieben. Theoretisch anspruchsvoll, sowohl in der Fragestellung als auch in der Ausführung. Methodisch klar und ambitioniert, material- und kenntnisreich und parteiisch und engagiert für eine Wissenschaft, die sich immer wieder mit der Praxis verbindet, in dem Bestreben, an der Bewältigung der globalen sozial-ökologischen Krise und damit an der Gestaltung einer lebenswerten Zukunft mitzuarbeiten. Ihr hoffnungsfroher Schlusssatz macht das deutlich. Zitat, wenn aber in 20 Jahren die Paris-Konferenz stattfindet, werden hoffentlich auch die Menschen auf den Straßen den Ausblick in eine gerechte und sozial-ökologische Zukunft feiern. Zitat Ende. Sie wendet sich da bewusst gegen Walter Benjamin, dessen Beschreibung des Angelus Novus von Paul Klee als Engel der Geschichte, der Arbeit wie eine Art Motto vorangestellt ist. Dieser Engel blickt in der Vorstellung von Benjamin auf die Vergangenheit als ein riesiges Trümmerfeld zurück und möchte verweilen, um die Toten zu wecken und die Trümmer zusammenzufügen. Aber er wird durch einen Sturm des technischen Fortschritts unaufhaltsam in eine Zukunft gezwungen, die weitere Trümmer anhäufen wird.
Der Angelus Novus von Franziska Kusche dagegen ist widerständig genug. Auch er blickt auf ein Trümmerfeld der Vergangenheit, aber er begreift, theoriegeleitet, was da falsch gelaufen ist und er beginnt, die Fehler zu korrigieren und feiert mit Franziska Kusche den Ausblick in eine gerechte, sozial-ökologische Zukunft. Und ich, die Autorin, feiere begeistert mit. Ja. Ende. Jetzt komme ich ganz kurz wieder. Franziska Kusche, es war eine tolle Arbeit, es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und ich habe mich lange mit dem Angelus Novus auseinandergesetzt, weil Paul Klee mein Lieblingsmaler ist. Und mit Ihrem Angelus Novus, da gehen wir gemeinsam in eine gute Zukunft. Danke für Ihre Arbeit. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses innerfamiliäre Teamwork auch nach Bremen. Ganz herzlichen Dank. Ja, Franziska Kusche, magst du noch etwas zu dir und zu deiner Arbeit sagen? Lass mal ein bisschen Luft holen. Der Angelus Novus, also es ist tatsächlich so eine Sache, die mich seit dem ersten Semester meines Studiums begleitet hat, den wir damals sozusagen in den transdisziplinären Geschichtsperspektiven bekommen haben und der für mich tatsächlich immer so ein Wegbereiter war und ich jetzt gar nicht damit berechnet hatte, dass der heute hier auf den Tisch kommt. Aber ja, ich möchte mich als erstes dafür bedanken, dass Adelheid Biesecker meine Laudatio gehalten hat, weil auch sie und ihre Arbeiten mich seit meinem Bachelor begleiten und für mich immer so ein vor allen Dingen auch feministischer, weiblicher Stein in der wissenschaftlichen Brandung waren. Und ich mich vor allen Dingen auch deshalb über diesen Preis freue, weil diese Arbeit ja in der Politikwissenschaft verfasst wurde und da, also abgesehen von meinem Betreuer Ulrich Brandt, auch nie unbedingt immer auf Verständnis gestoßen ist. Sie ist aus einem Seminar aus der sozialen Ökologie hervorgegangen. Also wie Sie sehen, mein Studienweg war schon sehr transdisziplinär und es ist natürlich für mich auch eine Bestätigung, dass dieser Weg ein richtiger ist und dass das, was ich sozusagen mir selber angeeignet habe und im Studium gelernt habe, nämlich dass die Probleme unserer Zeit in transdisziplinären Perspektiven gelöst werden müssen und nie in disziplinären Expertentum, halt doch ein richtiger ist, auch wenn es öfter auf Widerstand gestoßen ist in meinem Studium. Und es ist natürlich auch eine Bestätigung für meine persönliche Perspektive, aus der ich komme. Ich bin in der Lausitz aufgewachsen, am Tagebaurand. Ich habe mich oft und viel Zeit in meinem Studium mit Bergbaukonflikten in Lateinamerika vor allen Dingen beschäftigt und habe gemerkt, also habe aus ganz persönlicher Perspektive und aus den Kontakten, die ich knüpfen konnte, gelernt, dass in zerstörten Landschaften keine gesunden Menschen leben können. Und aus diesen zerstörten Landschaften ohne Konflikte und ohne Widerstand wenig Gutes hervorgeht. Und dass es deshalb gerade so wichtig ist, zu verstehen, wo diese Ungleichheiten herkommen. Jetzt nicht zwangsläufig in der Lausitz, aber vor allen Dingen im globalen Sinne und zu verstehen, dass diese Theorien, wie uns Sebastian Berger ja vorhin nochmal sehr eindrücklich dargestellt hat, die neoliberalen Theorien, sei es im internationalen Handel oder auf den gesellschaftlichen Verhältnissen, uns Dinge widerspiegeln, die so nicht unserer Realität entsprechen und der wir uns bewusst werden müssen und der wir Widerstand entgegensetzen müssen. Und dass diese Arbeit ausgezeichnet wurde, zeigt mir halt, dass ich zumindest mit meiner wissenschaftlichen Arbeit und wahrscheinlich auch mit der aktivistischen ein Stück dazu leisten konnte. Deswegen danke ich Ihnen sehr. Ja, Dankeschön. Herzliche Gratulation auch noch von meiner und von unserer Seite. Ja, jetzt muss ich sagen, das habe ich gar nicht, wir haben uns nicht richtig abgestimmt, Adelheid. Ich wusste nicht, dass du auf den Angelus Novus so eingehst. Ja, sie hat ihn. Bei mir ging es nämlich genauso. Ich hatte, als ich die Arbeit gelesen habe, ich bin ja da eigentlich fachfremd und habe Philosophie studiert und habe mich in meinem Philosophiestudium viel mit Walter Benjamin beschäftigt auch. Ja, okay. Und war dann völlig überrascht,
diesen Text aus seinem Buch über den Begriff der Geschichte, ist eine seiner letzten Arbeiten 1940, diese neunte These über den Engel der Geschichte hier in diesem Kontext vorzufinden. Und hatte jetzt dann eben auch vorbereitet als Schluss, zumindest mal dieses Bild euch zu zeigen. Oh ja, das ist toll. Ich habe das versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt. Könnt ihr das sehen? Ja. Oh Ja, super. Ja. Genau. Und vielleicht nochmal ganz kurz auch aus dieser Passage von Benjamin, weil das war für ihn, also er hat dieses Bild von Paul Klee 1921, es ist 20 gemalt worden, 1921 von Paul Klee selber auch erstanden. Und es war für ihn so ein Meditation, ein Denkbild, was er immer mit sich, will ich sagen, herumgetragen hat, aber überall, wenn er umgezogen ist, war dieses Bild immer auf seinem Schreibtisch und bis zu seiner Flucht vor den Nazis hat er es mit, ist es mittlerweile, es war dann zwischenzeitlich verschollen, mittlerweile ist es in Israel, es darf zwar nicht mehr ausgestellt werden, weil es so zerbrechlich ist, aber ich möchte vielleicht eine Passage da nochmal draus vorlesen, es ging vielleicht dann vorhin noch was schnell, wie er diesen Engel beschreibt oder ihn deutet. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet und wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Erschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Und jetzt der entscheidende Satz, das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Und als ich das jetzt nochmal in diesem Kontext, auch jetzt mit der ganzen Arbeiten über Kapp nochmal gelesen habe, dachte ich mir, ja, das ist genau eine sehr präzise Beschreibung, dass wie Begriffe wie Fortschritt oder Wachstum eben nicht nur etwas bezeichnen, sondern auch ganz viel verdecken. Nämlich sozusagen die Kollateralschäden, die mit dem auch in der Regel verbunden sind. Und ich finde, das kommt hier in dem Bild von Klee wirklich sehr und in der Deutung von Benjamin sehr gut zum Ausdruck. Von daher war es mir im Nachhinein jetzt auch völlig klar und naheliegend sozusagen, das auch einer solchen Arbeit voranzustellen. Ja. Jetzt hatten wir dann doch, der Rolf war nämlich ganz traurig, dass wir normalerweise haben wir immer bei Preisverleihungen Musik und die Kunst dabei und so und das konnten wir jetzt nicht machen, aber jetzt haben wir doch am Ende noch einen ästhetischen Ausweg hier aus unserer Preisverleihung gefunden. Ja, ich möchte nochmal den beiden Preisträgern ganz herzlich gratulieren, auch im Namen der Jury, im Namen der VÖÖ und der beteiligten Stiftung. Ich möchte mich nochmal bei der Jury bedanken für die viele Arbeit, die sie da ehrenamtlich auch immer wieder auf sich nimmt und würde mich freuen, wenn wir uns in diesem oder im anderen Kontext auch so nochmal wiedersehen, vielleicht dann hoffentlich irgendwann auch mal wieder live und einige von uns werden ja auch jetzt gleich um 18 Uhr bei dem VÖÖ-Palaver über Wirtschaften im Anthropozän noch mit dabei sein. Ich würde damit die Preisverleihung diesmal beenden hiermit und bedanke mich an allen Beteiligten und wünsche noch einen schönen guten Abend euch. Ciao. Danke. Ciao. Dankeschön. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.